Und wieder ein herzlich willkommen zurück bei Landwirtschaftssimulator 2015. Und es ist wieder mal dabei der Smoker. Servus. Ja, wir sind immer noch dabei, hier fleißig die Bäume hier zu machen. Ja, immer noch. Also hier. Da musst du gesehen haben, Roro. Hä? Was? Das sieht so komisch aus. Ich muss ja dann, wenn du da bist, ja, einen Baum notfällen. Ja. Du kommst an den Baum nicht ran. Da wären wir doch nie fertig, Mensch. Du, der Baum ist auf einen anderen Baum drauf. Weißt du, so komisch. Der Nadelbaum ist auf einen Laubbaum drauf. Hängt genau in der Gabel drin, ne? Ja. Du kriegst das Ding nicht weg. Das musst du gesehen haben. Komisch, ich fahre weg. Wenn ich wiederkomme, liegen immer mehr Bäume hier. Kann nicht sein, Roro. Na, mit Schwung kriegst du den hier oben. Hä? Welchen Schwung? Wo bist du? Den hier. Da oben, oder? Ja, mit viel Schwung kommst du den Berg hoch und dann kannst du absäbeln. Ich hab Ketten. So, toll. Jetzt ist der andere genau hinter mir. Jo. Ja. Halt mal fest. Ich trau mich nicht. Warum nicht? Nein. Ah, toll. Jetzt gibst du gleich oben den hier. Welchen? Hast du aber Glück gehabt, du. Den hier. Den? Hm? Der wäre fast umgekippt. Hm. Ist der hier schon? Das weiß ich nicht. Welchen? Ich weiß nicht, ob der hier ist, aber mach erstmal die anderen. Okay, der war auch. Der auch? Aha. Dann müsste der hier ja auch sein. Ups. Hast du das gesehen, ja? Das war cool. Hier ist so ein kleines Baumspitzlein. Mein Fink ist voll. Wie, dein Ding ist voll? Mein Anhänger. Okay. Aber Roro, du siehst, wir haben es fast geschafft. Dieses kleine Wäldchen hier, was war? Dass der Trecker ja alles aushalten muss. Ja, ne? Der wird schon richtig derbe gequält eigentlich. Ja. Also, wir zwei freuen uns ja echt schon wie Schnitzel auf das neue Level. Hm. Wie ist denn das so mit euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Freut ihr euch auch schon wie blöd auf das neue Lavu? Und wenn ja, was sind so eure Erwartungen von dem Spiel jetzt rein gedanklich? Also ohne, dass ihr jetzt das mit reinnimmt, was da jetzt schon bekannt ist. Was würdet ihr euch da noch wünschen, was da irgendwie noch mit reinkommen sollte? Was noch keiner weiß, vielleicht. Vielleicht ist es ja drin und es wurde noch nie angekündigt oder gesagt. Ja. Wäre ja mal interessant. Das stimmt, ja. Das wäre mal echt interessant, was so. Na gut, jeder hat einen anderen Geschmack und so alles, ja. Natürlich, deswegen ist es ja interessant, was so sich jetzt die anderen Leute da noch wünschen würden. Hm. Was vielleicht verbessert werden sollte. Hm. Na gut, laut Angaben und so hat sich ja eigentlich auch schon ein bisschen was verändert, ja. Also auch positiv, ne? Also, dass auch die Grafik ein bisschen besser ist, dass der Helfer besser ist, dass allein schon den Reifendruck, ne? Ja, das sind aber jetzt Dinge, die ja schon bekannt sind. Ja, die schon bekannt sind. Ich meine jetzt halt so Dinge, die noch nicht bekannt sind, was sich die Leute aber halt wünschen würden für das Neue. Ja. Was ich mir halt wünschen würde, wäre ja hier zum Beispiel dieser Tempomat. Mhm. Für mich so. Dass der, wenn du den eingestellt hast,
du einfach aussteigen kannst und das Ding halt einfach weiter geradeaus rollt. Ja. Also, könntest du eine ganz niedrige Geschwindigkeit einstellen, den Tempomat einschalten, aussteigen und dahinter vielleicht noch mit den Ladewagen fahren, um das Stroh einzusammeln. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Gut, das Ding würde zwar nur gerade ausholen, da würde man mit einem Helfer besser kommen, weil der fährt ja dann oben eine Kurve. Aber beim Ladewagen, das macht ja der Helfer nicht, zumindest hier nicht. Wie das jetzt in dem neuen ist, keine Ahnung, aber sowas würde ich mir zum Beispiel wünschen. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Oder, sagen wir, ein schönes Schadensmodell, das auch mal, was weiß ich, Reifen kaputt geht oder Reifen wechseln muss, weil die Reifen abgefahren sind. Ja, das wäre auch was. Aber so Reifenwechselartiges gibt es ja jetzt in dem neuen dann. Ja, du kannst umrüsten. Fahr mal gegen den, ich weiß nicht, ob der hier ist. Du kannst umrüsten. Ja, umrüsten, ne? Das finde ich halt auch cool. Dass du halt breitere Reifen machen kannst und sowas, wie es halt wirklich ist. Ach, mein Hänger ist schon wieder voll. Das finde ich auch ganz cool. Ja, irgendwie sowas, was jetzt, ja. Oder, sagen wir, dass du Türen aufmachen kannst, oder, man sieht sie. Ja, dass die Türen halt, ne? Richtig aufgehen. Oder die Bewegung jetzt, die Bodenbewegung, ne? Bei der Fahrer da drinne, wenn man jetzt von draußen schaut, du kannst ja sonst wie fahren, der bewegt sich kein einziges Stückchen. Der denkt zwar, aber sonst bewegt er sich überhaupt nicht. Das stimmt. Das wäre halt auch noch schön. Ja, also so. Oder dass, wenn du wirklich einsteigst, dass du auch richtig die Tür aufmachst. Ne? Tür aufmachen, einsteigen, Tür zu. Genau. Das wäre halt auch was Schönes. Aber das ist ja was wir uns so wünschen für das Neue. Ja. Vielleicht haben da ja auch einige denselben Wunsch wie wir. Ein paar schöne Animationen so, ne? Ja, genau. Braucht ja nicht weltbewegendes sein, aber so schöne kleine Details so. Genau. Ja. Halt, dass du siehst, der Charakter lebt auch, den du da spielst, oder dein Mitspieler. Ja, da. Ja. Weil hier ist es ja echt relativ stumpf, sage ich mal, die Charaktere. Ja, aber was sie schon gut gemacht haben, finde ich, weibliche Charaktere. Ne? Ja, das fand selbst die Gifty super. Ja. Für die Leute, die sich wundern, wo Gifty denn bleibt, sie hat momentan keine wirkliche Lust mit aufzunehmen, also mitzuwirken bei der Aufnahme. Ja. Da hat sie so ein bisschen gerade keine Muse für. Aber vielleicht kommt es ja noch. Ja, bestimmt. Unsere Gifty wird da bestimmt auch mal mitmachen wollen wieder. Naja. Also Gifty ist auf jeden Fall nicht aus den Gedanken oder so. Sie ist auf jeden Fall immer noch da und wie gesagt, sie hat halt momentan keine große Muse, da jetzt mitzuwirken. Ist zwar ein bisschen schade, aber naja. Ja. Das stimmt. Warten wir es ab, vielleicht kommt es ja später. Bei der 17 oder so, vielleicht hat es da ein bisschen Lust drauf. Ja, werden wir sehen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Gifty schon vermisst? Ja, könnt ihr ruhig mal drauf reinschreiben. Bin wir noch da? Shane? Oh. Fahren wir ein Stück zurück? Bin ja dabei. Ja, soll passiert ich da mir manchmal etwas. Nee, brauchst du nicht. Jetzt hast du einen Baum umgekippt, der noch stand. Die Gegend alle so beschissen. Warum? Ja. Ich suche gerade nochmal den Baum, was ich da vor uns erzählt hatte. Was ich da gesehen hatte. Das ist. Wo ist denn der? Den schon mit eingesammelt? Oder nicht?
Ja, zurück, zurück. Ich finde den gerade nicht mehr. Jetzt fahre ich mal hier lang. Ich finde den Baum gerade nicht. Vielleicht hast du den, der darunter lag, eingesammelt und dabei ist der andere vielleicht runtergerutscht. Kann vielleicht auch sein, dass ich ihn schon weg habe. So, auf jeden Fall merkwürdig. Ist der hier auch schon? Wo bist denn du? Ach, da bist du! Ja, wo sind's? Mein Hänger ist fallen. Ich hab dich gerade mein besucht. Hänger ist fallen. Schön wieder. Na gut, dass ich den mit der Ketten habe. Hallo. Aber ich denke mal, die haben für das neue LS17 oder FS17, wie heißt es jetzt nur wirklich, Landwirtschaft oder Farming? Ja, eigentlich heißt es ja Farming-Wirtschaft. Farming-Simulator. Ist ja Englisch, ne? Im Deutsch heißt es ja Landwirtschaft. Ich habe ja bei dem neuen halt auch schon das Gefühl, dass die auch einige Mods selber mit übernommen haben. Zum Beispiel das jetzt mit dem Reifendruck oder Achsendruck oder was wir jetzt hier als Mod drin haben. Ja? So was haben die ja jetzt in dem neuen drin. Der Reifendruck haben wir nicht. Das, wo die Achse halt nach unten geht? Nee, das ist, nein. Das ist nur... Das haben die da aber in dem neuen jetzt auch drin, oder? Das ist ja auch, das ist eigentlich Original 15. Das ist ja nur, was hier verändert ist, ist das nur das Gewicht. Das Gewicht ist hier mehr. Also ein bisschen realistischer. Weil sonst konntest du mit dem vollen Anhänger fast genauso fahren, wie als wenn der leer wäre. Und das ist ja hier jetzt... Da haben die Hänger doch schon ab und zu mal einen überholt. Ja, durch den Mod. Nee, ohne Mod. Ja, aber jetzt ist es ein bisschen krasser, weil das ein bisschen verändert worden ist. Ja. So, und bei der 17, da verändert sich nur nicht nur das Gewicht, sondern auch der Reifendruck. Also der Reifen wird ja da ein bisschen breiter, ne? Weil der ja mehr Last bekommt. Also die Animation? In dem Video, was da gezeigt worden ist, also fand ich gar nicht mal so übel. Sah eigentlich gut aus. Wir haben ja alle Bäume, also alle Nadelbäume, abgefüllt. Hier stehen aber noch ein paar, die aber gesägt sind. Bin da gleich da. Wunderbar. Die ist wie ein bisschen Scheinrohr, oder? Also wir haben schon über 1 Million dran. Das ist gut. Gibt sogar noch ein kleines Holzscheitelchen, wie das heißt. Holzscheide? Nee, Scheitel? Scheit? Wie heißt das jetzt? Ach, hier liegt ja auch noch ein Baum. Heißt das jetzt Holzscheide? Holzscheidel? Oder Holzscheit? Wo? Warum? Da liegt so ein kleines Bibus-Ding. Nee? Hast du nicht eingesammelt? Siehst du es? Oh. Du darfst ja nicht auf den Berg fahren. Jetzt ist es hier. Irgendwann liegt es wieder woanders. Wegen den kleinen Pfützelchen hier. Meine Güte. Ja, hey, das da verballt er nicht mehr Sprit als das Wert ist da. Glaube ich nicht. Ja, da liegt doch wieder so ein kleines Bibus-Teil. Wohin? Ja, guck. Hier. Wie soll ich denn da jetzt reinkommen? Indem du mit dem Traktor da hinfährst. Du lässt ja quasi Geld liegen. Nee, mit eingesammelt. Jetzt, so, jetzt komm ich wieder nicht zu dir an. Ja. Sag ich doch, oh, ich krieg's. Oh, den hier hättest du volle locker mitnehmen können. Ist das schon gefällt? Ja. Es sind alle gefällt. Siehst du? Was macht denn? Und jetzt kannst du gleich den Ständen hier erstmal mitnehmen.
Den hier wirst du nur mitnehmen können, wenn du von unten ranfährst, oder? Echt? Berg hoch. Das hier. Mal sehen. Gehe ich zumindest mal von aus? Nee, doch nicht gut. Da unten liegen noch ein paar. Du kannst erstmal die hier oben machen. Das sind ja 3 Stück, die hier noch sind. Ja, Hänger voll. Krass, wie kalt das auf jeden Fall ist, ja? Stimmt. Dieses Wäldchen, was mal war. Das ist schon heftig. Der Düngestreuer ist ja schon fertig. Da bringe ich den auch schon mal hoch zum Felde. Da wollen wir ja als nächstes brauchen. Da kannst du ja mal den T9 an Gruppe anschießen. An die Saatmaschine, nee. Meinst du? Ein Kupper. Unsere Saatmaschine ist doch gleichzeitig Kupper. Ach so, ja, stimmt. Die Kartoffeln kommen ja dann später. Genau. Die Kartoffeln brauchen ja länger. Ach, just. Der klappert auch so ein bisschen, wenn du einen Motor anmachst. Was, der T9? Ja, ein bisschen ja. So, ja. Also, den Sound finde ich besser wie hier so die kleinen Trecker. Auch die Hupe schon alleine. Ja, mit Überlänge. Eieieiei. Wenn man so ein Quasseln ist, ne? Läuft bei uns. Okay, naja, dann war's dann wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann macht doch einen Like oder schreibt etwas in die Kommentare oder abonniert uns, wenn ihr es schon gemacht habt. Wird uns nämlich freuen. Das war's dann. Bevor du abmoderierst, möchte ich nochmal selber hier meinen Zuschauern hier den Stand zeigen von Hackstätzeln. Bin Kleider. Ja, das war jetzt ein bisschen über Millionen. Ich komme nochmal zurück. Alter, geil! 1.132.219. Ja. Krass! Hackstätzler, mal ist gut. Das reicht eigentlich. Ja, die paar Bäume da hinten noch abholen, die wir da noch haben, und dann. Ja, und dann war's das. Können wir es ja erstmal beruhen lassen, genau. Was jetzt Bäume betrifft. So, jetzt kannst du fertig abholen. Wo war ich stehen geblieben? Ach, naja. Ja. Dann sage ich mal einfach mal Tschüss. Okay, tschüss.